Nach dem verheerenden Anschlag von Ankara mit Dutzenden Toten ist die Stimmung aufgeheizt. Tausende versammeln sich in der türkischen Hauptstadt, um ihre Solidarität mit den Opfern zu bekunden und ihre Wut über die Regierung herauszuschreien. Sie machen Präsident Recep Tayyip Erdogan und die islamisch-konservative AKP-Regierung mitverantwortlich für das Blutbad. Gott möge Tayyip bestrafen. Tayyip, dieser Rassist, wir sind so traurig. Wir wissen, mit welchem Staat wir es zu tun haben und wer die wahren Mörder sind. Wir sind hier, um unseren Freunden die Ehre zu erweisen, unsere Wut herauszuschreien und jemanden für das Massaker verantwortlich zu machen. Zwei starke Explosionen erschüttern Ankara während eines Friedensmarsches, zu dem unter anderem die Kurdenpartei HDP aufgerufen hatte. Dutzende Menschen sterben, Hunderte werden verletzt. Es ist der schwerste Anschlag in der Geschichte der Türkei. Die Ermittler vermuten Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hinter den Anschlägen. Regierungschef Ahmet Davutoğlu nennt aber auch Linksextremisten als mögliche Urheber und die verbotene Kurdenpartei PKK, gegen die die Armee einen verlustreichen Krieg im Südosten des Landes führt. Am 1. November wird in der Türkei das Parlament neu gewählt, weil Koalitionsgespräche nach der Wahl im Juni gescheitert waren. Damals hatte Erdogans AKP ihre absolute Mehrheit verloren, während die Kurdenpartei HDP den Einzug ins Parlament schaffte.